Hallo, dies ist wieder Xi und es geht weiter mit Luigi's Mansion. Ein weiteres und letztes Mal stehen wir vor der finalen Bosstür, hinter der uns König Buu erwarten wird. Und eine weitere kleine Änderung zwischen der europäischen und der amerikanischen bzw. der japanischen Version ist: Wir müssten hier offenbar auch eine gewisse Menge an Buhus gefangen haben, bevor wir durch diese Tür überhaupt durch dürften. Ansonsten würde uns König Buu hier vor der Tür erwarten und zurückschicken. Was in der europäischen Fassung in der normalen Villa 40 sind, und in der versteckten Villa müssen wir sogar 45 Buhus. Oh. Oh, wow. Das wusste ich nicht. Kleinen Moment. Habe ich jetzt noch kurz vor dem finalen... Ninja 4 eingesagt. Wow. Wow. Das kam überraschend. Nun ja. Geht es mit den beiden Dingern da eigentlich auch? Wow. Okay. Nun komm. Das Finale der versteckten Villa. Ja gut. Deinen Text kennen wir. Auch wenn es das... Finale ist. Ich muss es nicht nochmal vorlesen. Ich glaube, das ginge mir jetzt ein wenig arg auf die Stimme. Ach ja, König Buu. Ich habe schon mal gesagt, nur in dieser Darstellung ist er für mich der einzig wahre König Buu. Mit diesen schattenhaften Augen. Und nicht diese langweilige Variante, die man in Super Mario 64 DS zum Beispiel. Entschuldigung, dass ich es erwähnt habe. Mehr wird nicht verraten. Nun denn. Vielleicht kriegen wir es ja wenigstens diesmal im ersten Versuch hin. Keine Ahnung. Einfach wird's nicht. Aber diesmal lasse ich mich hoffentlich nicht so ganz so sehr ins Boxhorn jagen wie damals im ersten Versuch. Es nervt mich immer noch, dass ich meinen schönen Durchlauf ohne Tod so komplett weggeschmissen habe. Nur weil ich hier im finalen Bosskampf einfach nicht aufgepasst habe. Hallo König. Sehr. Gut, das war ein schöner Anfang. Ja. Ja, schadensfrei wäre aber auch langweilig, ne? Verlier halt noch mehr Münzen. Nein. Oh, natürlich. Musste natürlich auch mal passieren, der Fehler. Ja. Gut, das war unser erster Versuch. Dürfte ich dann bitte weiter? Hätte schön laufen können.
Bisher habe ich aber noch nicht wirklich einen Unterschied feststellen können, außer dass der Schaden erhöht wurde. So schwierig ist das nicht. Aber ja. Okay, dann rede ich halt doch ein wenig über den zweiten Teil. Dann machen wir das halt doch. Okay, Spiel. Ja, meine Kritik am zweiten Teil. Was stört mich am zweiten Teil im Vergleich zum ersten? Der erste Teil, ja, die Kritik mit dem Umfang ist in meinen Augen durchaus nachvollziehbar. Dass man sagt, ja, der erste Teil war einfach viel zu kurz und der zweite Teil hat es mit seinen mehreren Willen diesbezüglich besser gemacht. Ja, ich kann es nachvollziehen. Allerdings muss ich ja dazu sagen, dafür steckte mir im zweiten Teil trotz Variation irgendwie ein wenig zu wenig, wie soll man sagen, zu wenig Einzigartigkeit. Der zweite Teil hatte in meinen Augen, er hatte zwar so gesehen mehr Abwechslung von der Optik her. Aber das, was halt dann darin vorkam, also gerade wenn es um das Thema der Geister geht, die Porträtgeister, die wir hier haben, haben halt wesentlich mehr Persönlichkeit. Sowohl optisch als auch die Art und Weise, wie man sie kriegen muss. Klar, es sind keine schwierigen Dinge, die man hier tun muss. Aber der zweite Teil hat, was seine Geister betrifft, einfach so wenig Variation. Ja, wir haben wir haben Gegner, die Unterschiedliches können. Aber das haben wir auch hier mit unseren, in Anführungszeichen, formlosen Geistern. Wir haben hier eine gewisse Auswahl an Geistern, die wir in herkömmlichen Kämpfen bekommen, aber wir haben halt die Porträtgeister, die einerseits allesamt unterschiedlich sind. Wir haben keine zwei Porträtgeister, die gleich sind. Und ja, selbst die Zwillinge haben optische Unterschiede, bevor man mir damit kommt. Und ja, da finde ich halt, da finde ich halt, dass es der erste Teil wesentlich besser gemacht hat. Der zweite Teil bezog sich zwar wesentlich mehr auf das Thema, bezog sich zwar wesentlich mehr darauf, oder was heißt, bezog sich darauf, achtete wesentlich mehr darauf, dass mehr Abwechslung geboten wird in Sachen Gebiete. Und ist halt dementsprechend auch inhaltsvoller, gehaltvoller. Aber trotzdem störte mich im zweiten Teil maßgeblich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, wir haben da zwar so unsere Gebiete, aber irgendwie kann ich mir in keinem davon wirklich vorstellen, dass da Menschen gewesen sein könnten. Ein großes Problem mit dem zweiten Teil ist, dass irgendwie den ganzen Gebieten dort die Seele fehlt. Dieses Haus hier wirkt, wie ich es im Fazit schon gesagt habe, es wirkt wie ein typisches Herrenhaus. Bei diesem Haus merkst du, theoretisch wäre es möglich, dass hier Leute leben. Im zweiten Teil dagegen, egal wo man hingeht, irgendwie fühlt sich's immer so an, als ob Menschen dort nichts tun könnten. Als ob Menschen, als ob Menschen dort einfach nicht anständig, wie soll man sagen? Man merkt halt einfach nicht so stark, dass da eine menschliche Existenz sein könnte. Das fehlte mir beim zweiten. Das ist eine Sache, die hat mir beim zweiten Teil dann wahnsinnig viel vom Eindruck her genommen, von der Wirkung. Der zweite Teil hat sich um Abwechslung bemüht, hat aber darüber hinaus wahnsinnig viel eingebüßt, wenn es darum geht, dem großen Ganzen mehr Identität zu schenken. Der zweite Teil wirkte im Vergleich zum ersten hier deutlich monotoner. Der erste Teil hier mag schnell durchgespielt sein und hat natürlich auch so seine Inhalte, die sich wiederholen. Ich meine, klar, so Sachen wie die Buhu-Jagd. Mein Gott, das Konzept kennt man dann einmal und dann wird es im gesamten Spiel halt einfach so weitergeführt.
Interessant, dass er die eine Säule da einfach hin und her schiebt. Aber der zweite Teil fühlt sich halt allein durch die Tatsache, dass wir uns nicht mehr frei in einem Gebiet herumbewegen, sondern das Ganze einfach nur noch aus einzelnen Missionen besteht. Darauf fühlt sich der zweite Teil so extrem monoton an, so als ob man da halt einfach wirklich nur einen Auftrag zu erledigen hätte. Das tat mir im zweiten Teil schon sehr weh. Dass der zweite Teil halt so gar nichts anderes hatte als mach das, mach das, mach das und vor allem halt dieses ja, jetzt mach das und dann komm wieder zurück und mach das und dann komm wieder zurück und mach das und komm wieder zurück. Wir haben im ersten Teil natürlich etwas Ähnliches in Form von ja, du hast jetzt einen Boss erledigt und deswegen sollst du doch bitte zurückkommen. Das ist aber einfach nur der Abschluss eines Kapitels. Übrigens, Kapitelabschluss, tada! Das war's. Mensch, ich spiele immer so viel besser, wenn ich über irgendwas rede. Das sieht irgendwie aus, als ob man da noch rein könnte. Naja. Gut, das war die versteckte Villa. Nee, wie gesagt, der zweite Teil. Er ist mir in vielerlei Hinsicht zu monoton. Er wirkt mir in vielerlei Hinsicht zu strukturiert. Der erste Teil hier hatte Kapitel. Der zweite Teil hatte Missionen. Missionen, die immer nur ein bestimmtes Ziel hatten. Missionen, die sich dann inhaltlich teilweise so wiederholten, dass ihre Eigenmechanik einfach nur nervtötend war. Ich sag nur Hund. Und Leute, die den zweiten Teil kennen, wissen sofort, was ich meine. Das war eine der Sachen im zweiten Teil, wo ich mir gedacht habe, das wird mich persönlich unfassbar aufregen, wenn ich das immer wieder machen müsste und es immer wieder dasselbe wäre. So. Und ja, auch die Sache mit den Behuts ist halt im zweiten Teil. Klar, wir haben in beiden Teilen letztendlich eine verhältnismäßig monotone Art und Weise, wie man sie finden muss. Aber, muss ich halt sagen, hier im ersten Teil war es halt wenigstens, okay, du weißt, wie viele da sind und du weißt, es ist optional. Im zweiten Teil wird einem das Ganze halt präsentiert als eine Sache, ja, die man zwar auch nicht machen muss, aber es wird einem halt wirklich vorgehalten, guck mal, da hast du den nicht gefunden. Das finde ich halt schade. Genauso die Tatsache, dass wie die Rolle des Geldes im zweiten Teil eingebaut wurde. Hier war es halt einfach ein typisches Arcades Punktesammeln. Du hast halt einfach gespielt und hast halt dich immer wieder gefreut. Ja, jetzt habe ich einen Edelstein, der bringt mir viel. Hey, ich habe was Besonderes gemacht. Ich habe die Pflanzen gegossen, dafür kriege ich einen Smaragd. Was meine Punkte auch wieder stark erhöht. So. Ein letztes Mal sehen wir uns unsere Punkte an und ich schätze mal, wir haben insgesamt wenig. Wir dürften knapp mehr haben als im ersten Durchlauf. Knapp mehr, einfach nur deswegen, weil ich ein paar der Porträtgeister jetzt endlich mal so schnell hingekriegt habe, dass ich die großen Kugeln bekommen kann. So, schön ist es. Yep, Geisterhammer alle. Ja, na, Punktestand. Vielleicht denke ich ja dran, den alten. Jo, bye. Ne, wir sehen es ja eh gleich. Wir sehen es ja eh gleich. Wenn wir mehr hatten, dann ist ja unser Highscore dann ein neuer. So, da haben wir noch. Da haben wir jetzt einen zweiten. Genau. Und wir haben ihn Nein. Nein. Oh Gott, wenn ich mir das gerade so anschaue. Oh mein Gott, ich war meinem Ziel nahe. Ich war meinem Ziel nahe. Hätte ich nur einen dieser Schatzgeister oder die eine Maus noch gekriegt, ich hätte es schaffen können. Ach Gott, ist optisch eine schöne Zahl, aber... Ah, Menno. Ach ja. Thank you.
mia. Ach ja. Es ist schon eine echt schöne Szene. Ach ja. Und Abspann. Ja, ne, wie gesagt. Der zweite Teil hat einfach mit seinen Missionen, mit seinem ständigen Mach das und komm wieder zurück, mit seinen ständigen Unterbrechungen, mit seiner Art und Weise, dass aus dem Punktesammeln von hier plötzlich Erfahrungspunkte wurde und Sammelgegenstände, die einem noch und nöcher reindrücken, dass man an der und der Stelle gefälligst nochmal nachschauen soll, weil man da einen vergessen hat. Muss man dazu sagen, Edelsteine sind hier einfach was Schönes gewesen. Du hast einen gefunden, die bringen dir viel Punkte, du freust dich. In dem anderen Spiel, hey, ich habe einen gefunden, oh verdammt, ich habe an der und der Stelle einen übersehen, ich muss jetzt da und dann nochmal durch. Und so interessant manche Verstecke im zweiten Teil auch sein mögen, muss ich halt trotzdem sagen, der zweite Teil setzt einen mit seinen 100% so arg unter Druck. Das ist halt verglichen mit dem ersten Teil, wo es halt wirklich hier nur ein, ja, wie gesagt, ein arkades Punktesammelprinzip war. Das spielt sich halt durch das Menschen 1 viel flüssiger. Der zweite Teil ist einfach immer nur so ein, ja, okay, ich hab's jetzt geschafft, jetzt muss ich aber das noch machen. Oh nein, ich war nicht schnell. Ich hab zu viel Schaden gefressen. Okay, ich muss nochmal machen, nochmal probieren, nochmal machen. Alles nochmal probieren, bis ich alles auf dem höchsten und besten Stand hab. Und das ist halt eine Sache, für mich würde das arg demotivierend wirken. Von daher, ja, der erste Teil, auch hier in der versteckten Welt. Ich finde es schön, dass es hier einen erhöhten Schwierigkeitsgrad gab. Und auch wenn es wieder stellenweise happig war, ich denke, es ist schon zu schaffen. Es ist alles schon machbar. Gut, so Sachen wie die Kampferschwernis bei Bulusus, da weiß ich nicht, wo die Entwickler dahin gedacht haben, vor allem weil die ganze Bewegung, es ist halt, das ist halt noch schlimmer als sich auf Eis herum bewegen. Das Zielen ist extrem schwierig und Bulusus, die einzelnen kleinen Boosts einzufrieren, ist halt so schon anstrengend genug. Von daher, ich weiß nicht, wo die Entwickler da hingedacht haben, aber naja. Letztendlich haben wir sie ja doch hingekriegt und ja gut. Wir werden trotzdem nicht den A-Rang erreicht haben, sondern wieder nur den B-Rang, wenn überhaupt. Yep, das ist wieder Beurteilung B. Das ginge noch besser, aber dazu müsste man halt diese ganzen Schatzgeister, von denen es anscheinend 15 in der ganzen Villa gibt, die müsste man alle nochmal versuchen zu fangen, heißt halt im Klartext, wenn dann das Licht ausgeht, weil der Strom ausfällt, dann nochmal überall suchen, da gibt's überall nochmal so einen Geist. Dann halt immer wieder probieren, wenn man ihn nicht gefangen hat, dann einfach direkt neu laden, weil es den Rest des Spiels über nicht mehr geht. Das sind halt alles so Sachen, das kann man machen. Aber es sind halt Anstrengungen. Gut. So im Nachhinein betrachtet tut es mir jetzt leid, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich jetzt einen Punktestand gesehen habe. Ich wäre dem gewünschten Punktestand schon echt nahe gekommen. Da hätte nicht mehr viel gefehlt. Eine einzige Maus oder ein einziger Schatzgeist hätte das tatsächlich jetzt fast rausreißen können. Weil da nicht mehr viel fehlte. Naja, aber sei es wie es wolle. Ich hoffe, meine Kritik am zweiten Teil hat euch jetzt zum Schluss nicht allzu sehr gestört. War aber eine Sache, die in meinen Augen irgendwie raus musste, weil Luigi's Mansion, allzu bald wird kein Re-Let's Play dazu kommen. Und da ich den zweiten Teil, weil er mir einfach inhaltlich nicht wirklich gefällt, niemals Let's Playen werde, wollte ich einfach dieses Projekt, gerade die Tatsache, dass ich hier das Spiel ein zweites Mal quasi durchspiele, wollte ich eigentlich so ein bisschen dafür nutzen, um da ein bisschen meine Meinung dazu zu sagen. Ein bisschen übrigens. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Hatte trotzdem daran Spaß, mich jetzt auch bei Luigi's Mansion im zweiten Durchlauf dann noch so ein bisschen wieder kämpfen zu sehen. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal eine Übertragung oder so, dass ich es im normalen Schwierigkeitsgrad mal durchspiele, ohne zu krepieren. Das wäre ganz schön, wenn ich das mal schaffen würde.
Wie gesagt, mich nervt schon ein bisschen, dass ich da im ersten Durchlauf dann bei dem Bosskampf unbedingt krepieren musste. Weil ich mich einfach darüber ins Boxhorn jagen habe lassen. Aber naja. Sei es, wie es wolle, erneut. Ich beende an dieser Stelle das Projekt, das für euch dann morgen auf diesem Kanal beginnt. So viel sei verraten. Es liegt schon seit mindestens einem Jahr bei mir herum. Wartet nur darauf, veröffentlicht zu werden. Wird natürlich die Leute freuen, die sich auf diverse andere Videos bei mir schon gefreut haben oder darauf gewartet haben. Das heißt nämlich, ich habe jetzt einen kleinen zeitlichen Puffer und werde den auch nutzen, um dann die entsprechenden Videos aufzunehmen. In dem Sinne würde ich dann aber an dieser Stelle sagen, das war Luigi's Mansion. Normal und in der versteckten Villa. Ich bin der Xi. Bis dann, Leute. I shall see you soon. Very soon. Ciao, Leute. Bis dann.